So, hallo und alle zur nächsten Folge von Galactic Science und ich bin wieder auf dem Mond zurück und wir haben den Mars gar nicht gesehen, die Venus gar nicht gesehen bei mir. Peter fliegt. Zum Glück, Mann. Alter, das war echt verrückt. Wir hängen hier immer noch fest. Peter, du kannst fliegen, die Kiste ist voll. Sehr gut. Ja, also das war irgendwie nicht so gut. Ich brauche Kohle. Ja, ich bin ja gleich bei der Basis. Ich bin irgendwie weit weggelandet von der Basis. Ich bin gerade auf dem Weg hier zurück und sprinte. Ich komm, Spark. Ah, nee, das Holzkohle braucht ihr ja nicht. Ihr braucht richtige, ne? Nee, ich brauche richtige Kohle. Und bitte die Chest auch leer machen, damit ich da alles reintun kann, was wir gesammelt haben. Ach du heilige Scheiße. Oh, ich bin jetzt alleine hier gefangen, ne? Das ist so mies. Mein Inventar ist selbst rappelvoll. Ja, dann tu das einfach in die Kisten da, wo leer steht dran. Dass ja, ich bin ja gerade schon dabei, weg. Rausschmeißen. Ah, Peter, du hast mich in Brand versetzt. Echt? Ja. Ich höre gerade noch die Rakete, also Kohle ist erstmal drin. Sehr gut. So, jetzt kann ich mir ein bisschen Zeit nehmen, hier die Kisten ausräumen. Soll ich alles mitnehmen, was wir hier haben? Dann können wir nämlich direkt weiter, sobald wir aufgetankt haben. Ja, einfach mitnehmen. Weil Venus war warte, warte, lass Betten bauen. Lass Betten bauen, unbedingt. Ja, aber Venus war echt ein Reinfall. Alter, wollen wir überhaupt noch zum Merkur oder direkt zum... Ich weiß nicht, wo wir hin können. Also, ich vermute mal, ohne Scheiß wirklich, dass wir... nur die T3-Rakete auf dem Mars finden, wegen den Dungeons. Aber wir könnten gerne nochmal umschauen, ob wir vielleicht woanders auch noch was kriegen. Wenn da wirklich nichts ist, können wir einfach wieder alles packen und sofort losfliegen. Also, dass wir einfach alle Planeten einfach mal besucht haben. Ja, das wäre cool. Ja, wir können ja schnell zum Merkur und dann wieder schnell zurück. Das geht ja hurtig. Ja. Wir können ja zu Hause einfach mal Cold Generators machen, dann haben wir es da, ne? Ja, sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Als, ganz ehrlich, soll ich hier die Base abbauen oder alles hier lassen? Ja, nimm so die Maschinen mit, die Blümchen und so. Also die Blätter kannst du ja da lassen und den ganzen Kram. Aber ich muss ja, die Blümchen muss ich auch mitnehmen. Also Spark, kannst du mir vielleicht noch zwei Eisen reinlegen? Aber zur Schere haben. Yes. Ja genau, dann baue ich die Blümchen noch ab. Ich baue hier die Base, wir kommen hier nie wieder her, Alter. Ich will hier nichts zu schaffen haben. Wie ich mit meinem Schiff genau in Spark sein Schiff gelandet bin. Perfekt. Jetzt sind die eins. Oh Mann, Alter, ich glaub das nicht. Nein, was machen die denn hier? Hä, was hat er denn jetzt geklaut? Aber jetzt sieht's gut aus, jetzt wo wir die Coal Generators haben. Ich habe jetzt auch volle Luft, also hier sieht's gut aus. Sehr gut, gute Idee. Ey, das war aber echt ein Reinfall, ne? Dieses Ding hier. Irgendwie schon. Wir haben zwar ein bisschen was gesammelt, schön und gut, aber irgendwie... Ja, diese Rubbies oder Rubies, ne? Lol, ich habe gerade erfahren, wie man eine automatische Apfelfarm machen kann, die übelst effizient ist. Aber wer will denn Äpfel essen? Nee, weil ich meine, das kostet auch keine Ressourcen außer Eisen. Okay. Aber ich muss ja eine Landekapsel kaputt schlagen. Mir ist gerade aufgefallen, wenn ich nämlich mit einer Schere Dings da abbaue, Blätter, kriege ich die Blätter auf jeden Fall raus, manchmal aber Setzlinge, manchmal Äpfel zusätzlich, so. Wo ich mir denke, so, hä? Wie kann das sein? So, ich musste leider die Landekapseln abbauen, weil die ineinander gesteckt sind und ich meine nicht looten konnte. Jo. So, ich baue hier gerade alles ab. Wir können eigentlich schon mal geliebte Base hinstellen. Ja, und die Sonne ist hier keinmal aufgegangen, ne? An diesem ja, schon krass, ey. Planeten, ey. Planet war echt kacke. Hat sich so, nicht gelohnt, könnt ihr die Dimensional-Chest leer machen noch bitte? Alles kommt. Ja, nee, das ist ja das Zeug, was wir für die nächste brauchen. Ich habe jetzt nur die Venus-Sachen rausgeholt. Nee, mach alles leer. Wir haben nur noch kistenweise voll. Mein ganzes Ich musste alles leer kriegen hier. Ach so, ja, dann schmeißt du einfach alles unten rein. Und das, was wir gleich für den nächsten neuen Planeten brauchen, lasse ich einfach drin hier. Komm, da lass. Ja, dann sortieren wir das am besten irgendwie. Ja, ich sortiere das hier. Und gut, so viel Kabel und Bombe, glaube ich, nicht. Aber ich nehme einfach alles, was du hier so hast. Ach so, okay, ich dachte, du... Nee, ich habe nur jetzt das Venus-Zeug rausgetan, weil sonst müssen wir eben wieder neu einräumen. Also räume ich einfach nur das Venus-Zeug raus. Zack. Das macht irgendwo auch Sinn. So. Das andere Zeug. Ah, wir haben keine Dimensional-Chest. Die Dimensional-Chest baue ich im Endeffekt auch ab hier. Ja. Ja, nimm die mit. Ich glaube, zur Venus gehen wir erstmal nicht vielleicht. So, das hier und ich... Die Kiste ist leer. Alter, die Mobs werden hier langsam übermüpfig. Oh. Genau, ich wollte mal gucken wegen den Betten. Holz nehme ich mit. Das ist alles, was ich habe. Okay. So viel Kohle brauchen wir auch nicht, ganz ehrlich. Jetzt haben wir alles dabei. Okay, ich
nehme die Dimensional Chest mit. Ich kann die gar nicht abbauen. Oh. Ah doch, okay, geht. Boah, wollte schon sagen. Ich verzieh mich jetzt. Komm rüber, Kev. Scheiß Planet, Alter, wirklich. Ich bin froh, wenn ich hier weg bin. Ja, und dann ist eigentlich alles wieder bereit für den nächsten Start hier. Du musst nur noch auftanken. Ich weiß gar nicht, wie viel Fuel haben wir noch? Du kannst ja die Dings da, die Bedrock Chest befüllen lassen oder die Bedrockinium befüllen lassen von der anderen Drum, die du da fast befüllen lassen von der Refinery. Wo steht die? Steht die unten? Ich habe hier auch eine, wie heißt das? Ich habe da hier schon Drum dran gemacht. 12.000. Ach du Scheiße! Ja, vergessen meine Freundin zu wecken, die steht ja noch. Sekunde, ich bin gleich wieder da. Jetzt gibt es Ärger für den Kev. Wie kann ich die befüllen, hier unsere Bedrockinium einfach dranhängen? Ja, eigentlich schon, ne? Ja, nee, weil in der anderen ist ja noch drin, ob ich dafür, wie ich das von der anderen in die reinziehen kann. Ach so, meinst du? Ja. Da brauchen wir eine Transfer-Note wieder an das andere Ding dran, an unsere 12.000er. Ja. Aber ich glaube, die haben wir ja noch, oder? Wir müssen die jetzt hier dranhängen lassen, einfach mal und den Server laufen lassen, wir mit Materialien sammeln und dann haben wir hier die 65 Millionen voll. Dann können wir fliegen, wenn wir wollen. Stimmt, das wäre obergeil. Weißt du, wie das Bett heißt von Galactic Craft? Warte, kann ich dir gleich sagen. Ich hatte das mal, aber irgendwie. Nö, nee, so nicht. Das Bett von Galactic Craft. Mann, ist das ein fantastischer Tag. Cryogenic Chamber. Ey, ich habe alles da, ne? Dankeschön. Ich könnte von hier aus direkt zum Merkur fliegen. Soll ich das mal machen? Willst du ohne uns? Du Schwein! Nur um eure Illusion zu nehmen, Pluto Tier 3, Neptun Tier 3, nee, Neptun Tier Fragezeichen. War das nicht freigeschaltet? Tier Fragezeichen. Saturn Fragezeichen, Jupiter Fragezeichen. Wir brauchen Tier 3. Das heißt, wir müssen sowieso zum Merkur. Das ist das nächste, was wir erst können. Okay. Warte, wo waren die Kompressor hier, ne? Oh, nee, mit Tier 3 können wir. Ich hab schon mal Dash reingelegt. Nee, Alter! Mit Tier 3 können wir nach Gizeh fliegen. Ins nächste Sonnensystem. 18 Stück Spark oder wie viele? Ja, ich habe es mal reingelegt. Okay. Habt ihr gehört, Leute? Ja, mit T3 kommen sie ins Sonnensystem, aber trotzdem brauchen wir T3 auch für einige Planeten bei uns. Ja, das heißt, es gibt ja nur noch Merkur sowie Mars. Also entweder Merkur oder Mars halt. Wollen wir dann erstmal Merkur checken? Ja, aber Overworld ist gesperrt, ja. Oh, ja, Merkur müssen wir checken. So. Ich lande. Und wie kann man eigentlich das Sonnensystem wechseln? Wenn du rauszoomst, dann hast du oben, bei Tier 3 kannst du in den inneren Planeten von Gizeh. Der ist möglich. Lol, wie weit weg ich von unserer Base spawne. Ja, voll weit weg. Ja, hatte ich auch schon. Haben wir eigentlich jetzt einen Alloy-Smelter? Spark, hast du irgendwo einen hingestellt? Alloy-Smelter, der steht unten. Okay. So, ey, auf dem Mars ist ja, auf dem Mond ist ja alles so ruhig. Muss man sich mal voll dran gewöhnen, ne? Man ja. Denkt, die Sounds hat man ausgelassen. Gar kein Sound so. Am Anfang auch, mach doch mal lauter. Lol, man sieht die ganze Zeit noch die Partikel, wie eure Teile abbremsen. Ja. Aber nur bei dir. Ah, warte kurz. So, ich fange mal an, die wieder zu befüllen. Hier, das mit dem Tier-Fragezeichen hat Folgendes zu sagen, die Planeten existieren noch nicht im Mod drin. Oh. Wahrscheinlich, deswegen können wir da auch noch nicht hin. Oder wir müssen erstmal vielleicht erforschen. Nee, ich glaube, das ist generell gesperrt, weil wenn es ein höheres Tier wäre, dann würde es ja angezeigt werden. Pluto Tier 3. Wenn jetzt bei Neptun ein Fragezeichen steht, dann was jetzt? Es gibt nur Tier 3 bis jetzt. Weil mehr Tier gibt es nicht. Ja, aber das heißt, wir können ja trotzdem zu Merkur noch. Wir können und dann später mit Tier 3 können wir zu Pluto und zu dem neuen Sonnensystem in Gizeh. Ja, weil sie sind ja rot markiert. Egal, ich vermute nee, mal, die Gizeh ist nicht rot markiert. Klick da mal drauf. Da ja, ist nee, ein Planet. Ich weiß. Den schon. Das ist dieser Elpis. Ja, die anderen ist dann halt leider ärgerlich. Ja, die anderen sind gesperrt. Kannst du vielleicht nochmal die Bedrock Inium Dings da? Oder ich hole die kurz selber ab. Dann load ich schon mal die ganzen. Ja, ja. Ich hab die unten dran gebappt. Achso, ich stelle meine Rakete mal wieder um hin, ja. Also, hä? Oh. Ach, da hast du die dran gebappt. Das heißt ja, diese Fuel Drum, die lädt sich ja doppelt, das passt Ich habe eine Rakete geschenkt gekriegt. Ja, ich habe dir meine hingestellt. Kannst du meine?
stelle ich dir mal deine hin. So, dann machen wir hier nochmal das. Meine. So. Aber ich glaube, ich habe zu wenig gebaut, warte mal. Ah, ne, passt. Passt. Diese Kackspinne. Jetzt nimmst du die fette Rakete mit beiden Händen und werfst auf sie drauf. Nimm dies! So, dann machen wir noch Steel. Ach, Heavy Duty Plate haben wir noch. Ja, ich habe noch welche übrig. Gut, dann die Bronze-Dinger bastel ich mal, aber dann kann ich die Heavy Duty Plates ja mal benutzen. Ey, ganz ehrlich, wir sind richtige Space Piraten, ne? Wir sind richtig crazy drauf, ne? Wisst ihr das eigentlich? Wie viele Planeten wir eigentlich so bereisen? Vor allem wie schnell auch. Wir sind voll die Macke. High Speed. Haben wir noch Wolle? Glaub nicht. Verdammt. Das war immer so, aufwendig, die zu sammeln. Das war immer so nervig, die zu sammeln, ne? Ja. Oh, warte mal, da war Wolle drin. Wozu brauchst du Wolle? Betten. Oh, ich glaube, ein bisschen was haben wir noch da. 10, und zwar die richtigen Betten. Ich brauche noch 7 Wolle. Komm schon, wo haben wir denn noch Fäden drin? Irgendwo, hier sind noch 14 Fäden drin, gut. Sonst hat keiner mehr irgendwie Wollemäßiges so, Fäden. Nee. Ach scheiße, wir haben ja gerade Nacht, ne? Ja, Betten wären schon mal obergeil, jetzt ohne Witz. So. Ja, bringt ja auch nichts, wenn wir jetzt Nacht haben, ne? Wenn wir jetzt Betten haben, können wir schlafen, das stimmt. Ach ne, warte, ich hab alles zusammen. Ja, dann lass uns schlafen, weil sonst können wir ja nicht auftanken. Da ist Wut drin, so. Oder ich mach's dir noch mit Coal Generators, wirklich. Das ist im Moment fertig, warte. 3 Betten und jetzt haben wir jeder eine. Hast du 3 Betten? Jo. Bin ich auf dem Weg zu dir. Ach Mist, welche Workbench müssen wir denn benutzen? Ich bin wieder weg. Verdammt. Heavy Duty Plates haben wir. Compressed Dash haben wir auch. Gibt's denn noch eine andere Workbench? Shaped Crafting. Nee. Ja, voll kacke, wenn wir da noch irgendwo was haben müssten. Oh Mann, oh. Ich hätte noch einen nächsten Quest zum Abgeben. Ich gehe mal so ein bisschen durch das Maschinenbau-Dings durch, was denn so gecraftet jetzt. Und da habe ich jetzt einen Gas-Turbine-Controller gemacht. Oh, das ist gut. Und wir kriegen dafür 32 Bottles of Enchanting. Oh lol. Aber diese Gasturbine, die ist ja leider sowieso schlechter als die Energie, die wir schon haben. Ja, das kann sein. Aber. Ein Basic habe ich cool bekommen. Und, was hast du drin? Wieder ein Spawn-Ei? Yes. Lol, Zombie. Ja, ich wollte ihn eigentlich in der Peter spawnen, aber er ist auf mich losgegangen, die Sau. Schade, ne? Boah, Öl ist aber echt geil, wie schnell das jetzt geht. Aber wir können die Betten nicht craften, sind die rausgenommen? Du musst ja spezielle Betten craften, keine Vanilla-Betten. Nee, die will ich ja machen, die Cryogenic Chamber, aber irgendwie... Ja, in was für einer Workbench sollen die denn gemacht werden? Das ist eine gute Frage. Das ist das. Na, irgendwie geht das nicht so. Ach du Scheiße. Peter, es tut mir leid. Oh, Rakete kaputt? Oh nein. Du hast den Licht zerstört. Oh, Iron Turbine Rotor, das so ein Ding haben wir schon bekommen. Aber ich muss den jetzt nochmal craften. Was hat der Kev getan? Das blöde Pickaxe, Alter. Ach lol, du hast den Boden zerstört. Spark, kannst du einmal drauf gucken auf die Betten? Vielleicht siehst du da was, was ich jetzt gerade nicht sehe. Eine Sekunde. Jo. Was damit, wo? Wenn du einmal in die auf das Rezept gehst, das sind alle Sachen, die wir brauchen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Warte. Cryogenic Chamber. Was ist, wenn die so einen Kompressor reinschmeißen musst? Ach so, warte, ja, mal probieren. Ach, du musst ihn in den Cryogenetic Chamber machen. Das ist das, wofür wir die ganzen Blueprints kriegen. Das ist eine mega große Druckkammer. Die müssen wir noch bauen.
Nee, versuch nee, was geht wert. Nicht, schade. Ah, es kann auch sein, dass wir dafür ein Rezept brauchen, gell? Oh, verdammt. Eine okay. Schematic, das kann auch sein. Warte mal kurz hier. Schematic. Hast du jetzt eigentlich schon erlernt, was du erlernen kannst? Du kannst ja keine Sachen doppelt erlernen, Spark, oder? Ach so, nee, ich kann nichts doppelt erlernen. Nee. Nee, Schematic gibt's dafür auch keine. Dann gucken wir mal ins Wiki, was? Ja. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall gewappnet, auch wenn die Sonne nicht da ist. Wir können auf jeden Fall immer auftanken. Nächster Reward geklärt. Ach, ich soll mal meine Dings aufladen. Und erstickst du gleich. Richtig. Freut sich der Peter. Oh, die sehen so krass aus, die Dinger. So. Ich habe wieder das nächste Ding geclaimed. Ich habe jetzt dieses Turbinen-Ding gemacht. Und ich habe einen Filled Fuel Kanister bekommen als Belohnung. Oh. Ist das ein. Ach, Fuel ist das, ne? Ja. Ja, von denen, die ich dir geliehen hatte. Ey, das ist aber echt. Ich glaube, sowas wird uns nie wieder passieren, ne? Ich hoffe es mal nicht, weil sonst wären wir nicht schlauer geworden. Ah, da steht nur die Übersetzung. Also diese ganzen Maschinendinger hier, weißt du, die kommen mir so voll sinnlos irgendwie gerade vor, weil ich craft die durch wegen Tech-Tree und so. Ja, wir haben halt irgendwie, haben wir das halt schon, ne? Auf andere Art und Weise gelöst. Sollten uns mal drum kümmern, dass Nakua da ist. Ja, aber gute und schlechte Neuigkeiten. Ja, bitte. Was wollt ihr zuerst hören? Die guten. Die Raketen sind voll. Raketen sind fertig, so ist es. Die schlechten? Die schlechte? Ich hab übelst Hunger. Beim Real Life. Achso, im Real Life. Ah. Siehst du, ich war auch noch Mampfen vorher erst. Hol dir doch ein Brötchen, Mann. So, warte. Ich guck mir gerade ein Video an und guck, wo der die craftet. Alter, die sind so groß wie Raketen. Ach, ist das so eine ganze. Was soll die Betrokinium gefüllt werden oder soll die andere gefüllt werden? Weil du füllst. Ach, Scheiße. Du machst nämlich gerade andersrum, gell? Na, hab ich verklickt. Na, du hast recht. Ich hab gerade gedacht, hä? Nee, die nehmen wir ja mit. Brauchst du was nicht. Oh, lol. Aber sobald die voll ist, sind wir ready. Also dann können wir auch schon loslegen. Wir haben dann genug mit. Alles ist voll. Und wir haben notfalls jetzt auch Kohle mit. Wir haben, glaube ich, 3 Stacks oder so, das reicht. Also eigentlich alles da. Wir könnten vielleicht noch ein bisschen mehr Kohle in die Dimensional Chest tun. Ich meine, der ein oder andere Stack, der vielleicht dann zurückkommt, der schadet ja dann auch nicht. Nicht wahr? Das stimmt. Wow. Hey, wir haben 3 Quests zum Abgeben. Oh Mann, oh, ich krieg das nicht hin. Das funktioniert wir haben eine Nether Quartz Quest. Leute. Ja. Leute! Wie kannst du mir helfen? Wisst ihr, was ich bekommen habe? Wessen? Ein Star Harvester. Oh. Alter, wir können jetzt Planeten vernichten! Echt? Ach, krass! Jetzt brauchen wir nur noch Sterne. Ich glaube, so einen haben wir schon. Na, hast du bekommen. Bitteschön. Dankeschön. Den haben wir unten. Have the power of the stars. Ja, wir brauchen Sterne dafür, die wir nicht haben, ne? Ärgerlich. Ja, die Sterne brauchen wir auch gar nicht. Oder wir hätten hier ein Solarpanel haben können. Ach, ich habe übrigens noch Solarpanel im Inventar. Ich pack das mal in die Nein, wir hätten hier ein Solarpanel dafür haben können. Soll ich dir was sagen? Was hast du genommen? Ich habe ja den Star Harvester. Hier ein Solarpanel, hab ja ganz vergessen, dass wir das gar nicht craften können. Oh nein. War das nicht das bei dem Solarpanel, dass wir. Ja, Tier 1 können wir gar nicht craften. Wir können erst ab Tier 2 craften. Ja, das war echt gerade dämlich, gell? Oh. Wie kriegen wir das Tier 1 dann? Ja, brauchen wir haben sowieso genug Energie. Ehrlich gesagt. Ja, nee, aber dadurch wird halt die Questline wahrscheinlich sich erweitern. Aber jetzt ohne Scheiß die Preisfrage. Wir brauchen halt Dash dafür, das ist klar. Aber wie kriegen wir das Solarpanel 1? Weil da weite ich mich auch gerade. Ja, genau, das war halt eben die Frage, ne? Dum, dum, dum. Ärgerlich. Oh, da war ich gar auch nicht. Zufällig gerade dran. Haben wir noch eine andere Workbench? Ich glaube nicht. Schade. Haben wir überhaupt so eine Quest, wo wir das machen sollen? Ich glaube nicht, das ist nur für Power. Wir haben die nirgendwo. Aber man hat eine Quest Solarpanel 2 und dafür kriegen wir Iridiumkristalle.
Irgendwo muss es doch eine Quest geben, die uns das gibt. Ich hätte noch was zum Abgeben. Ich sehe es gerade. Gerade als ich drauf war, ist das fertig. Was soll denn, wollen wir Fluid Conduit oder die Bottles of Enchanting? Fluid Conduit. Nehmen wir die da. Ja. Das war echt doof. Von mir. Ich würde es ja gerne rückgängig machen. Ja, habe ich einen Speicherpunkt vorgesetzt? Wir sind noch durch mit der Folge. Wir sind mal 20 Minuten da. Ja, krass, ich habe immer die Folgen, wo man der Basis ist. Wir können noch losfliegen, komm her. Jetzt direkt schon. Ja, natürlich, ist alles fertig. Wir können schon die ganze Zeit losfliegen. Dann machen wir das ja noch in dieser Folge. Muhaha. Ja. Die Raketen sind aufgetankt. Alles fertig. Dann flieg ich schon mal vor, ich mache noch meine Luftpacks. Bin gleich zum da. Zum Merkur wollten wir, ne? Ah, nee, warte, soll ich losfliegen? Sauerstoff. Ja, rein. Sauerstoff. Oh, warte, hier, nimm den. Pack den anderen rein. Oder gib mir den. Ja, das ist halt auch der hier. Gib. Und los mit dir. Einen auf dem Arsch noch, zack. Okay. Ja, komm, wollen wir nicht alle zusammen losfliegen oder so? Ich warte ganz Zeit auf euch. Nein, ja. Ich mach meine Lufttanks auch voll. Haut ab. Okay. Du brauchst ihn nicht ganz voll haben. Wir können da alles befüllen. Sagst du jetzt. Ja, ich hab die Code-Generator jetzt dabei, wirklich. Wir haben keine Sonne. Okay, dann ich sitz drin. Peter, kommst auch noch. Okay, warte. Ich zieh die sogar an jetzt. Ich find's voll cool, wenn man diese Pickaxe hat und zoomt die ja so zurück, ne? Ich mach jetzt mein Inventar nicht leer. Ich bin auf dem Weg. Seht ihr auf der Map. Ich bin richtig schnell. Peter läuft die Rahmen lang. Und go! Ich hab gestartet. Ich auch. Winkelt alle, winkelt. Herr Peter winkt auch. Wir winken uns aus der Maschine zu. So, mach's gut. Wir kollidieren jetzt erstmal wieder alle. Nee, lieber nicht. Ich hau ab. Oh, shit. Ich flieg jetzt einmal um den Mond. 3, 2, 1. Ich hoffe, der hat schon gemacht damit. Oder? Der Zombie wird gegrillt, weil der unter dem Kev seiner Rakete steht. Krass, ich glaube, wir können die ganze Base damit grillen, mit dem Schweif. Yo! Ich bin mal wieder der Letzte! Ich fliege irgendwie über dir, Kev, ne? Ja, ich sehe das schon, du positionierst dich extra so, ich sterbe. Auf zum Merkur Launch. Oh, wir haben wieder lauter. Und? Oh. Ja, bei mir leckt's gerade. Sinn. Das sieht so ein bisschen aus wie der Mond, wenn ich ehrlich bin. Bremsen Sie ab. Aber müsste Merkur nicht noch heißer sein jetzt? Nee, erstaunlicherweise nicht. Warum? Das sagt man auch, weil ich sehr näher an der Sonne, aber die Hitze bei der Venus ist deswegen da, weil der ein unaufhaltsamer Treibhauseffekt ist. Und hier halt nicht. Hi, Sir. So. Ja, mich ich war vernichten. Oh, hier sind aber viele Gegner, ohne Witz. Ach du Scheiße, hier sind richtig viele. Wir müssen erstmal ein bisschen auf Base bauen. Sammelt eure Schiffe ein. Ja, mach ich. Hab ich doch schon alles rausgeholt. Welche Richtung? Lass sie doch, Kev, warum hast du das kaputt gemacht? Lass doch da stehen, da war noch Resttreibstoff drin. LOL! Oh ne, wollte gerade sagen, die Liquid Note hat sich weggebackt. Egal, ich zerstöre alles. Die Aliens sollen nicht wissen, wie wir hergekommen sind. Die lernen nur von uns. Oh, hier sind Steine, ich nehme die mal mit. Cool, die können wir 7. Ich glaube, hier ist ein Creeper hochgegangen. Keiner darf wissen. Okay, wo bauen wir unsere Basis? Müssen wir noch schnell machen. Irgendwo auf dem Berg, ja, ne? Ja, besser. Kommt schon. Auf dem Berg. Oder hier wo war das Plateau? Oh, nee, hier auf dem Plateau oder so, hätte ich gedacht. Oh, hier gibt es Sachen. Okay, dann wo? Hier? Nee, pff, ist ja... Der Monster da vorne auf dem Berg, der ist gut. Überrasch uns, Kev. Da vorne ein schöner Berg. Ein sicherer Berg. Ja, und alles, was entgegenkommt, wird runtergekickt. Sollte nicht zu weit... weg sein vom Spawn. Okay, die Spawn-Rate ist hier höher. Hier kann man schon eine Mob haben. Vor allem, wir können hier richtig gut sein. Hier. Vor allem, wir landen mal bei Nacht hier. Das ist schlimm auf jedem Planeten. Ab in den Fußboden. Ja, und die Betten gehen ja nicht. Hier, Eingang. Ab in neue Basis. Oh, und hier ist Mercury Meteor. Oh. Direkt ein gutes Händchen bewiesen hier. Nicht schlecht. Ich mach mir jetzt zu. Guckt euch das an. Wir haben gleich eine richtig schöne Base. Okay, dann mache ich jetzt so hier echt in den Kantern rein, 25 Minuten. Ja, läuft bei dir. Ja, ich darf das hochladen.
Beim scheiß Stimmt, Internet. Du hast die beste Leitung. Dann, ja, würde ich sagen, bis demnächst. Wir haben den Merkur erreicht. Lass krachen und tschüss. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.